Willkommen zu unserem kurzen Erklärvideo. Heute gehen wir der Frage nach, warum heißt es eigentlich U-Bahn? Die Bezeichnung U-Bahn leitet sich von Untergrundbahn ab. Sie bezieht sich auf das Verkehrsmittel, das größtenteils unter der Erde fährt. Die U-Bahn ist ein effizientes Transportsystem in städtischen Gebieten, das Menschen schnell und bequem von einem Ort zum anderen befördert. Die Notwendigkeit für die U-Bahn entstand im 19. Jahrhundert mit dem stetigen Bevölkerungswachstum in Städten. Als die Straßen immer mehr verstopft waren und die Anforderungen an den Transport stiegen, war die Idee einer unterirdischen Eisenbahn geboren. Die ersten U-Bahnen wurden in London, Paris und New York gebaut und revolutionierten den städtischen Nahverkehr. Ursprünglich wurden diese Bahnen als Untergrundbahn bezeichnet, aber im Laufe der Zeit hat sich der Begriff aufgrund seiner Kürze zu U-Bahn entwickelt und ist heute weltweit als Synonym für unterirdische Schnellbahnen bekannt. Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Bezeichnung U-Bahn aus dem Begriff Untergrundbahn entstanden ist und sich als ein essentielles Transportmittel in urbanen Gebieten etabliert hat. Diese Innovation hat den städtischen Nahverkehr grundlegend verändert und spielt eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben.